Und damit herzlich willkommen zurück zu Kirby's und mein Leiden in einem Dreamland. Und ich habe eigentlich keine Ahnung. Und damit, hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ihr wisst Bescheid, meinem absoluten Lieblingsspiel. Nein, ich bin mal wieder etwas motivierter. Seit wann haben wir ein Water-Item? Oder die Wasserfähigkeit? Ich weiß es gar nicht. Oh, es ist windig. Oh, vorsichtig. Nee, jetzt kommt er mit. Ja, das war dumm. Aber ich kann hier freezen. Genau, so mit Doppel-B. Oh. Okay, wir können scheinbar nicht alles damit uns komplett unverwundbar machen, aber das ist gar kein Problem. Guys, oh mein Gott, das geht alles schon wieder viel zu schnell heute. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier. Heute machen wir... Nein. Heute machen wir ein bisschen weiter bei Kirby. Beim letzten Mal haben wir Welt 4 komplett abgeschlossen tatsächlich. Das war auch irgendwie unerwartet. Ich habe mich auch unerwartet gut angestellt. Was? Oh, wir sind safe hier. Finde ich gut. Der Smarte. Ich weiß, dass das jetzt also hier so ein bisschen, aber das war schon schlau. So, gehen wir straight up weiter. Ui, hier springen wir höher. Yeah, ich habe trotzdem Angst, runterzufallen. Also wir werfen weg, wir ziehen, wir heben auf. Die Fähigkeit hätte ich trotzdem gerne. Wunderbar, let's go, so muss das. Ja, jetzt ist zu spät. Oh mein Gott, das war wieder zu knapp. Kann man nicht anders sagen, das war wieder smart. Wir haben tatsächlich volle Leben. Und das ist nicht schlecht für meine Verhältnisse. Ich bin ja hier der Profi. Und jeder, der was anderes sagt, hat einfach keine Ahnung. Die sind auch weird. Egal. Man hätte auch einfach mal warten können. Hui. Ich find's weird, dass Kirby manchmal eine Runterfall-Animation hat und... Manchmal nicht. Boah, der war... Könnt ihr nicht anders sagen, der war strong. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, hä? Wer will denn oben aufmachen? Ah, hätten wir ihn nicht besiegt, hätte er wahrscheinlich oben aufgemacht. Das könnte ich mir vorstellen. Oh, wir hätten schneller sein als der... Oh. Gut, dass ich darauf geachtet habe. Aber hat ja noch geklappt. Heute habe ich das Gefühl, es wird eine gute Folge. Ja, das sagt er jetzt nach... Ach, mal schauen. Okay. Oh, wir kriegen eine ultra-geisteskranke Eisfähigkeit hier. Warum denn nicht? Was ist meine Fähigkeit? Das kennen wir doch schon, oder? Oh. Ich glaube, das kennen wir schon. Ich glaube, doch. Das hatten wir auf jeden Fall schon. Aber das ist halt mega cool. Hoch. Und Vollgas! Rein da. Let's go. Wumm. Ich habe den gebaut, jetzt will ich dafür aber auch hier was haben. Das ist so cute. Ich mag das Spiel. Ich mag es. Es ist manchmal zu gut. Okay. Eine wunderbare kleine Zusatz-Area, der wir uns tatsächlich stellen müssen, ob wir wollen oder ich glaube nicht. Rein da. Oh, okay, es kommt von oben. Ja, aber dann... Wir machen hier schön die Zeiss-Apfen weg. Die Zeiss-Apfen, meine lieben Freunde. Ich bin gesprungen. Links, komm. Wada-wang. Lauf. Rechts. Es
kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal springe und Kirby nur dann springt, wenn er Lust hat. Okay, okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Weiter, 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 weiter. Bumm. Okay, okay. Schießen, schießen, schießen. Schön die Eiszapfen hier weg. Vielleicht doch. Ah, nee, doch nicht. Oh mein Gott, das war knapp. Huiuiui. Also die Wand, dass die Wand nicht kontinuierlich gleich bleibt, nimmt auch ein bisschen die Spannung mit raus, finde ich. Ja, das ist halt weird. Muss ich hier rein? Ich denke schon. Was bekommen wir? Nee, wir bekommen gar nichts, oder? Doch. Bomben, Bomben. Bomben haben wir zu selten bisher gesehen. Okay, ein Sphärenspuk. Ich find's gut, dass wir den schon 100 Mal jetzt getroffen haben. Okay, aber das können wir gut stoppen. Oh mein Gott. Ja, jetzt wird gelitten, Kollege. Gib mir mein Item wieder. Das ist so stark. Ja, komm. Hui! Hallo? Butterwham, Butterwham. Easy going. Der war gar nicht so das Problem. Trotzdem, ich glaube, wir haben viel Leben verloren. Also, wir haben nur noch Hälfte Leben. Ich weiß nicht, ob wir das von Anfang an hatten, aber ey, wir haben auch gut Zahnräder geholt. Come on, besser als in den letzten Parts. Da finde ich, kann man auch mal ein Like da lassen. Das wäre echt super lieb von euch und den Kanal zu abonnieren. Ey, das wäre bombastisch. Versteht ihr? Wegen Bombe. Ja, wir machen weiter, komm. Nee, es ist doch... Niemand findet das lustig außer mir. Wundervoll. Erstmal gucken im Bonusspiel. Meint ihr, wir schaffen auf die 1? Wir werden sehen. Und... Komm, 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 komm. Let's go. Easy. Ich bin auch Operist. Ihr wisst schon, einer der Leute auf der Oper. Also die, die da vorne stehen und singen. Bin ich nicht mega lustig? Ich sollte damit aufhören. Kommen wir zu Stage Nummer 5. Es läuft gut und das macht mir Angst. Ihr wisst alle Bescheid, ihr wisst alle Bescheid. Bumm. Gibt's erstmal Explosionen. Okay, okay. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wir werden es früher oder später erfahren. Kommen wir jetzt da oben raus? Ja. Oh, die waren auch krass. Aber egal. Ich nehme gerne die Key mit. Dann halt nicht. Das war Scam. Das war Scam. Kann ich jetzt bitte... Bitte, es ist doch safe, alles respawned. Ja, das ist halt auch... Warum? Warum kann ich nicht fliegen? Dankeschön, Kirby, dass du nicht durch den Schlüssel durchgelaufen bist. So. Ich hab noch eine Frage. Die Frage wäre jetzt auch geklärt. Wofür brauche ich den Key, um hier weiterzukommen? Oh, ich habe ich hab instinktiv... Was für kontinuierlich. Ich habe instinktiv den richtigen Weg gewählt. Hui. Und durch da. Was erwartet uns hier? Wegen der Eisplattform, die uns wahrscheinlich zerquetschen wollen und uns leiden lassen wollen. Danke, dass ihr sterbt. Ja gut, dann halt nicht. Nee, hier so ein blöder Speer. Das ist unfair. Er fliegt einfach nicht. Warum kann Kirby manchmal fliegen und manchmal nicht? Will ich mich darüber aufregen? Nee, jetzt, das schneide ich jetzt nicht raus. Jetzt wird hier kurz gespeedrunnt nach da vorne. Die 2 Sekunden jetzt hier. Ah, dann nehme ich mir seine Fähigkeit, weil mit seiner Fähigkeit kann ich wenigstens immer noch fliegen. So,
Und da sind wir auch schon wieder. Ging doch ganz schnell. Och nee, jetzt haben wir hier so ein... Nee, mit dem kann ich nicht fliegen. Uiuiui. Habe ich vielleicht 2 Sekunden zu spät gemerkt. Aber es ist mir dann doch aufgefallen. Tot. Meine Schuld, meine Schuld. Alles wieder von vorne, alles wieder von vorne. Woo! Kaum zu glauben, dass man die Fähigkeit hier schön eintauschen kann. Ich weiß nicht, ob ich da runter soll oder ob ich rechts weiter soll. Ich finde es zu schön, dass man hier mit dem Ballern mehr Spaß hat, wie wenn man nicht ballert. Okay, das links ist Zusatz. Und weg damit. Oh, das war zu knapp. So, und rein da. Was erwartet uns hier? Ja. Ich würde sagen, an der Stelle... Cool. Schöne Aussicht. 10 von 10 Sterne. Freundlicher Service. Kann man machen. Wie unnötig. Aber ist egal. War jetzt nicht so schlimm, dass ich das Item hergeschenkt habe. Nee, komm, geh weg. Wo soll ich ein Feuer-Item herbekommen? Nein, ich hätte ein Robo haben können. Okay, wir sind wieder an so einer Stelle, wo sich der Weg splittet, wo wir vermutlich zuerst... Diesmal macht es nur Sinn, wenn wir zuerst nach rechts müssen. Ja. Jetzt bin ich drauf trainiert. Sag ich, wie es ist. Jetzt habe ich geübt. Wie kriegen wir den Feuer-Dude? Den wir vielleicht brauchen. Und hier den Schlüssel. Ja, natürlich. Warum respawnt er? Ich war nicht mal... Also... Ach... Das ist was ich sehr schade finde, dass die Gegner schneller respawnen als weiß ich nicht was. Hier zum Beispiel, hätte ich die jetzt besiegt. Hätte es sich für mich gelohnt, die zu besiegen? Nein, hätte es nicht, weil die alle respawnen. Das finde ich ein bisschen unrewarding. Ich verstehe, dass wenn man eine Area betritt und wieder zurückgeht durch die Area, dann macht es für mich Sinn, wenn Gegner respawnen. Also wenn ich durch Türen gehe. Aber wenn ich nur aus dem Frame rausgehe, so 2 Zentimeter und die respawnen, das ist halt nicht schön. Oh, das ist ein Magier. Geh doch weg, komm. Warum ist hier so rutschig? Sieht gar nicht aus, als wäre es hier rutschig. Aber ein wunderbarer Hebel, den wir ziehen können. Das war viel zu knapp. Mit dem Feuer kommen wir auf. Ganz entspannt durch, hier sogar eine Tür. Was befindet sich dahinter? Bitte gib mir doch. I need to understand. Nimm jetzt seine Fähigkeit. Nö, also, hä? Wenn man wenigstens weiß, was diese Items alle machen. Ich glaube, dann wäre das viel einfacher. Aber so ist das Ganze halt einfach Scam. Oh, bitte Licht. Ja. Ich find's cool, wie die Blöcke nicht im Dunkeln verschwinden, sondern wie sie aus dem Nichts erscheinen. Ja, mein Finger ist immer schon zur Hälfte auf dem B-Knopf. Damit, falls ich runterfalle, hier straight up mein Stuff wegwerfen kann. Und raus hier. Es wäre Zeit, glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, fürs Ziel. Nicht für noch mehr Schlüssel. Oh, aber Heilung. Let's go. Links. Da habe ich nämlich das hier gesehen, ja. Ich meine nicht den Key. Oha, jetzt aber rein da. Ihr solltet doch alle sterben, oder nicht? Zu schön. Kann man nicht anders sagen. Oh, das hat Spaß gemacht. Das war ein gutes Level. Das war actually nicht so bad. Muss man an der Stelle ganz ehrlich sagen. Das hat mir gefallen. Komm, auf die 1. Auf die 1. Ich hab's verdient. Let's go. Ich hab das Level gelobt, ja. Come on. Da kann man mir doch auch mal hier die 1 gönnen. Wunderbar. Ein weiteres Run-Up. Wir hatten mal 30.
Ja, das war halt bevor den letzten Leveln. So, und damit kommen wir auch schon zum Boss? Wie krass ist das denn? Strong. Die von dir gesammelten 40 Zauberzahnräder haben Minispiele freigeschaltet, die du eh nie spielen wirst. Jetzt kommt auch schon der Boss, Stage Nummer 6. Ja, mal gucken, was uns erwartet. Was für eine Fähigkeit will ich? Ich weiß es actually noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, was das für ein Boss... What the hell ist das da unten? Was ist das hier? Oh, das ist der hier. Der richtig starke. Ah, oh, die respawnen. Okay, das heißt, ich kann mir hier mehrere angucken. Also das hier kann ultra strong sein. Aber ich will er hier. Er hier hat mich überzeugt. Wirklich, er war immer krass. Er war immer krass. So, ich würde sagen, wir steppen straight up zu Boss und schauen, was uns erwartet. Dum, 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 dum. Ein Affe! Es ist der einzig wahre Goriath! Oh mein Gott. Nein, na komm. Aber es ist so ein Ninja-Affe, gell? Das finde ich cool. Weil wir hatten auch so Ninja-Items zur Auswahl. Ob wir jetzt hier Ninja sind, weiß ich nicht. Ah! Da hat er den smarten Move gemacht. Aber wir sehen auf jeden Fall aus wie so ein Ninja. So, er macht nochmal die Stage wahrscheinlich kaputt. Nein? Doch. Ich gehe ihn auf ganz entspannt aus dem Weg. Darf ich sagen, dass es Scam ist, dass er jetzt nochmal ohne Phasenwechsel hier die Stage manipuliert hat? Komm, rein da. Zack. What the hell war das für ein Angriff von ihm? Komm, 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 bitte, bitte, bitte. Let's go. Let's go. Let's go. Zu gut. Wirklich, sag ich, wie es ist. Es wird besser. Die Welten verbessern sich wieder. Das finde ich einfach gut. Ja, kann man nicht anders sagen. Let's go, rein da. Du hast es geschafft, Kirby. Meine Sternkreuze hat jetzt wieder ein Emblem, endlich. Und fehlt nur noch ein einziges Teil. Vergiss nicht, wenn die Lore wieder in Schuss ist, darfst du mit in meine Welt fliegen. Diese Bruchlandung hat mir wirklich einiges an Ärger bereitet. Aber irgendwie war es das alles wert. Immerhin habe ich dadurch dich getroffen. Noch einmal vielen Dank für deine Hilfe, du bist echt toll. Du bist auch klasse, Margolor. Die Frage, die ich mich stelle, wenn er uns in seine Welt mitnimmt, ist das dann nochmal komplettes Game in Anführungszeichen? Also sind das dann nochmal neue Level, neue Welten? Ist das schon die letzte Welt? So geht das Game so schnell. Nussiger Nachmittag. Ja, da kriegt man doch straight up mal Hunger. Herzlich willkommen in der neuen Welt. Hä? Wie cool. Wir machen hier noch das Level. Und schauen mal, was uns hier erwarten tun tätet. War das eine gute Idee? Hätte ich meinen Superkampfattackentypen behalten sollen oder nicht? Okay, sorry guys, kurzer Schnitt.
Mein PC war gerade maximal überlastet. Es kann sein, dass die Aufnahme sogar gelaggt hat. Dann tut es mir mega leid. Es ist scheinbar ein bisschen sehr warm hier drin. Die Lüfter kommen nicht hinterher. Ich habe jetzt das Fenster aufgemacht, um dem entgegenzuwirken. Ich hoffe, es ist besser. Ja. Und scheinbar war der Schirm doch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn das ist so ein... Luftlevel, wollte ich sagen. Da ist man so hier so ein bisschen... Ja, in der Luft. Nein, das war ein Ticket. Schade. Egal, machen wir straight up weiter. Dankeschön. Ui. Okay, auf den können wir... Okay. Das war's dann an der Stelle. Oh, oh, oh. Zusatzstage, Zusatzstage. Wichtig, wichtig. Mal schauen, was uns erwartet. Wir brauchen die Peitsche von dem Löwen links. Ich habe aufgepasst. Damit haben die nicht gerechnet, dass ich so schlau bin. Gut, ich habe nie gesagt, dass ich... Nein! Ah, ich habe es erst zu spät gecheckt, dass das... Ah, ja, okay, okay. Ah, okay, es ist okay, ist okay. Okay, ist okay, wir akzeptieren das. Ich finde das gar nicht gut, dass die ganze Stage hier kaputt gehen kann. Da oben habe ich noch was gesehen. Nur eine Torte. Ja, aber Essen ist Essen, kann man immer... Mitnehmen wollte ich sagen. Uiui, das war knapp. Aber kein Problem. Für den wahren Meister hier. Der gerade fast von diesen Typen getroffen wurde. Ja, rein da. Ich glaube, das war schlau, wie ich es gemacht habe, weil jetzt kann ich einfach zurücklaufen. Zack. Weg hier. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Kirby kann... Boah, das war krass, dass ich da nicht getroffen wurde. Kein einziges Mal. Der Boomerang finde ich besser. Das fällt runter, oder? Ja, das dachte ich mir. Ich will keine Boomerange werfen. Ich will einen Boomerang werfen. Ah, lost. Ich komme aus dem Tod zurückgeflogen wie ein... wie ein... Nee, lasst mich. Ich finde keinen Vergleich jetzt. Nee, ich flieg hoch. Ich will es nicht riskieren. Dass er jetzt die ganze Zeit hier alles kaputt, nur weil er denkt hier, ja... Eis, lecker. Hans, Harald, geh doch mal weg hier, komm. Was war das für ein kompletter Betrug? Es ist ja unfassbar. Safe! Doch alle sterben. Komm hier. Geht doch mir aus dem Weg. So, so, so. Und nach oben. Einfach. Nö. Dann halt nicht. Nein, dann laufe ich halt. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hui! Muss ich seitlich und dann nach oben? Ja. Lol. Ey, das hätte ich nie gefunden. Let's go, ein weiteres Zahnrad. Wundervoll, Guys. Zu schön heute. Wirklich, by the way, wenn ihr das Spiel auch haben wollt, unten in der Videobeschreibung, findet ihr das richtig günstig. Bei It's the Gaming. Checkt das auf jeden Fall ab. Was? Warum hat er einfach aufgehört? Also manchmal ist das auch schon so ein bisschen die Betrugsmasche hier. Muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich jetzt nicht gut. Und jetzt muss ich das alles so machen.
Oh, nee. Zu knapp das Ganze hier. Ja, mit dem Luft-Item wäre das jetzt auch zu krass gewesen. Das sei mir scheinbar nicht gegönnt. Okay. What the hell? Ich habe doch das oben aktiviert. Warum denn? Das ist unfair. Ich habe beide wurden aktiviert. Ich hab den einen, der Dings den anderen. Und wahrscheinlich, wenn ich zu langsam gewesen wäre, wäre es nicht mehr gegangen. Und dann ging es jetzt trotzdem nicht. Was ein Scam. Komm. Zur Belohnung die 2. Ah ja, okay, okay. War auch keine gute Leistung in dem Level, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber war okay. War okay, oder? Ich fand, war okay. Und damit wären wir auch mit Stage 1 fertig. Und guys, auch leider mit der heutigen Folge. Ich weiß, heute ein bisschen kürzer. Dafür habe ich aber das Gefühl, dass wir beim nächsten Mal sogar schon fertig werden. Wir werden sehen, guys, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Like da. Das würde mich mega unterstützen. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Ist kostenlos. Ihr werdet immer benachrichtigt. Und keine Ahnung, ich habe auch was davon. Ich freue mich darüber. Wir sehen uns. Ciao, ciao, Leute.